Das Promi-Geflüster, die erste Ausgabe im neuen Jahr 2023. An alle draußen natürlich erstmal noch ein gutes neues Jahr. Dem werden sich jetzt sicher meine Interviewgäste nachher auch gleich anschließen. Und wir haben eigentlich auch gleich eine sozusagen ein Jubiläum zu feiern, denn meine heutigen Interviewgäste bzw. die Formation, wo meine Interviewgäste dazugehören, die werden dieses Jahr 50 Jahre und kein bisschen leise. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen in die Runde. Andreas Zizek, ihn kennt man natürlich. Truckstop, hallihallo, grüße dich. Groß neues Jahr. Genau, und dann haben wir seinen Bandkollegen, eigentlich das jüngste Bandmitglied, der seit Mai 2022 mit dazugehört. Da David Rick und auch da, hallihallo. Moin Moin und frohes Neues an alle. Wunderbar, da sind wir, alle zusammen, genau. Ja, ich habe es gerade eingangs schon erzählt, 50 Jahre Truckstop, das gibt's dieses Jahr zu feiern. Da habt ihr einiges vor, oder? Andi, wie sieht's? Ja, wir werden am 10. März gehen wir auf Tour quer durch die Republik und werden es ordentlich krachen lassen, denn wir haben ein neues Album am Start, unser 50 Jahre Jubiläumsalbum. Wahnsinn, ja. Ja, und, absolut. Und bei dem Album, da seid ihr jetzt, glaube ich, gerade so in der Endphase, die letzten paar Feinschliffe noch und dann kann es eigentlich veröffentlicht werden, oder? Ja, wir sind Donnerstag im Studio, alle Mann hoch und hören die ganzen Titel ab. Wir haben ja 14 neue Nummern am Start, also wirklich hochkarätiges Zeug. Und da wird gemeinsam nochmal reingehört und fein abgestimmt, ob irgendwas lauter oder leiser muss. Also es werden keine großartigen Änderungen mehr gemacht. Aber so das letzte Feintuning passiert dann da. Und das ist immer sehr aufregend, weil am Ende des Tages wird dann gesagt, so, jetzt wird das Buch zugeklappt und das ist jetzt die neue Truckstop-Scheibe. Und das ist immer ein ganz spannender und spezieller Moment. Jetzt, wie ist es eigentlich, wenn man so eine CD vorbereitet, eine CD produziert, wie auch immer, wer bringt was mit, beziehungsweise bei den großen Bands, so Rockbands und so weiter, die gehen irgendwo alle mal für ein paar Wochen ins Studio, schließen sich ein. Wie war das bei euch? Da wird es jetzt interessant und da werde ich auch gleich meinen Freund und Musikkumpel David übergeben. Wir haben einige Neuerungen in der Band und zwar haben wir ja einen neuen Bassisten, das ist der Uwe Frenzel. Uwe Frenzel kennt man von Texas Lightning. Und wir haben einen neuen Gitarristen. Wir haben David Rick aus Hamburg. Ein ganz toller Typ und ein Flitzefinger auf dem sechsseitigen Eierschneider, hätte ich fast gesagt. Und der gute Mann bringt nicht nur seinen eigenen Sound ein, nein, der hat auch ein tolles Händchen und ein tolles Herz für neue Titel. Und zusammen mit seiner Freundin Luisa sind ganz tolle Songs entstanden für die Band, die die beiden teilweise alleine geschrieben haben und teilweise mit mir zusammen. Und das ist wirklich eine Neuerung. Und ich weiß nicht, David, vielleicht erzählst du mal kurz, wie das für dich so gewesen ist. Ja, ich fange mal an. Du hast ja eben gesagt, das ist immer ganz spannend am Ende, wenn dann das Buch zugeklappt wird und das Album fertig ist. Für mich ist es ja tatsächlich das erste Mal, so in dem Prozess dabei zu sein, auch mit der Band. Und ja, wie du auch eben sagtest, Frank, ich bin ja noch gar nicht so lange dabei und habe dann schon, als wir auf Tour waren im Frühjahr letzten Jahres, so ein paar Ideen gehabt, gedacht, wäre ja schon ganz cool, da auch ein paar Titel zu machen draus. Mal sehen, ob das was werden könnte. Und wie der Andreas gerade sagte, habe ich dann ihn mal so am Ärmchen gegriffen und auch meine Freundin, die Luisa, und gesagt, hey, kommt mal her, ich habe hier so ein paar Ideen und da sind wirklich ein paar sehr, sehr schöne Dinge draus entstanden und das ist ein Baustein dieses Albums geworden, ein paar Titel, die wir gemeinsam aus der Feder geholt haben. Ja, da sind wir mal schon gespannt, was da auf uns zukommt und auf die Fans.
denke ich mal, die Truckstop-Fans, die sind ja wirklich, stehen ja eigentlich immer noch hinter euch, natürlich, ganz klar, sind bei jedem Festival irgendwo mit dabei. Aber natürlich, klar, Neuerungen, neues Bandmitglied oder neue Bandmitglieder, die Alten haben altersbedingt natürlich aufgehört, ganz klar, im Laufe der Zeit. Das bringt natürlich auch frischen Wind, auch musikalisch, na klar. Sind wir gespannt. Ja, Auf aber jeden jetzt Fall. mal, David, zu dir. Wie Jo. gesagt, so, vielleicht alle kennen dich doch noch nicht so ganz. Ich würde doch sagen, stell dich doch mal ganz kurz ein bisschen vor. Heute Morgen haben wir schon ein bisschen gesprochen. Du bist ja ganz schön in der Welt auch schon rumgekommen irgendwo, ne? Ja, ich bin der David. Ich komme aus Hamburg und ich wohne auch in Hamburg, so wie viele meiner Bandkollegen ja auch um und in Hamburg wohnen. Und die Musik hat mich schon immer begleitet, als kleiner Junge zu Hause groß geworden, Musik im Haus gewesen. Mein Vater hatte was mit Musik zu tun beruflich. Dann mein Bruder hat Gitarre gespielt und der kam dann auch noch irgendwann an mit Country und Gitarre und Country-Gitarre. Und dann bin ich dem Ganzen auch recht früh verfallen, mit, naja, so mit 15, 16 und habe ich mich viel im Keller eingeschlossen, viel gespielt. Und da habe ich dann auch meine ersten Berührungen gehabt mit den Jungs von Truckstop tatsächlich. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Und die Musik hat mich dann immer weiter begleitet, wobei ich das eher so auf einem Nebengleis gefahren habe, andere berufliche Dinge getan habe. Und in den letzten Jahren ist aber die Musik so aus dem Herz wieder rausgekommen und hat das Licht der Welt erblickt. Und gerade genau auf diesem Weg haben sich dann die Wege von mir und den Jungs mit Truckstop wieder gekreuzt und es war eine sehr, sehr, sehr schöne Fügung für mich und für uns alle, glaube ich, auch. Ja, wunderbar, das klingt doch sehr gut. Wunderschön. Ja, und habt ihr da lange suchen müssen, Andi, wenn es um die neuen Bandmitglieder ging, oder hat sich das recht schnell ergeben? Also, das war ganz witzig. Wir haben natürlich viel zu groß gedacht und viel zu kompliziert und haben sonst wo rumgefragt, bis einer drauf kam, mal ganz in der Nähe nachzufragen, wer denn passen würde. Und da kam, ich weiß gar nicht, ich glaube, Knut kam auf die Idee, die Heidi Geller zu fragen von der Monday Music in Ramelsloh. Und die sagte, ja klar, nimm doch den David. Wie David? Der junge Mann von früher, der immer bei den Sessions mit auf der Bühne stand, mit so großen Ohren und so großen Augen und immer ganz schüchtern war und aufgeregt war, wenn er mal dran war mit Spielen. Ja, genau den meine ich, sagte Heidi. Ich sage, wow, der hat das drauf. Ja, probier das mal aus. Und jetzt übergebe ich mal an David, weil er dann zu uns gekommen ist und wie schnell das ging, das kannst du, glaube ich, viel besser erzählen als ich. Ja, das war dann so, dass ich wirklich gerade am Mietwagenschalter stand, um meinen Mietwagen abzuholen, um von dort aus in Urlaub zu fahren nach Schweden. Und dann kriegte ich einen Anruf oder E-Mails mit Bitte um Rückruf von Knut. Und ja, dann habe ich einfach mal angerufen, erstmal das Herz so, was von Truckstop, was wollen die denn jetzt von mir? Oha, die brauchen gerade jemanden schnell zur Aushilfe. Oha, na gut, ich rufe an und dann hieß es, ja, hey, hättest du Zeit und Lust, in 2 Wochen mit uns ein Konzert zu spielen? Und ja, da habe ich gesagt, ja, alles klar. Dann fahre ich jetzt nochmal nach Hause, hole mein ganzes Zeug ab, nehme das mit nach Schweden und habe dann auf dem Weg noch mir in einem Internetcafé, denn es ging an ein einsames Häuschen am See, mir die ganzen Sachen gezogen und habe dann da im stillen Kämmerchen mir das Zeug drauf gehämmert. Und dann kam ich wieder und eine Woche später, ohne dass wir geprobt haben, kam ich dann zum ersten Gig nach Bad Segeberg in das Amphitheater. Und mir ging ganz schön die Pumpe, weil die Jungs, also Andreas und Uwe, hatte ich schon mal gesehen, auch den Knut, aber das war Jahre her. Und dann komme ich da hin und dann hieß es, ja, bitte jetzt mal schön 2 Stunden Programm. Und habe mich dann so durchgemogelt. Also mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen, so ungefähr, ne?
Eher mehr als weniger. Okay. Nicht schlecht. Aber ich sag mal, die Titel von Truckstop, wer natürlich die Country Music liebt und die deutsche Country Music, der kennt die eh alle, zumindest die großen Hits. Wann hattest denn du so deine ersten Berührungen mit Truckstop oder wann bist du auf die Titel aufmerksam geworden? Das war ziemlich genau vor 18 Jahren. Ich kann es ja sagen, ich bin 36, also mit 18, weil da durfte ich dann selber fahren und dann bin ich, wie der Andreas sagte, immer zu der Monday Music Session gefahren. Und dann habe ich da auch relativ am Anfang den Dirk Schlag kennengelernt. Und der hat dann auch gleich gesagt: Mensch, wenn du Bock hast, komm doch mal mit mir rum. Und dann war ich gefixt und dann bin ich zum Weihnachtskonzert in die Musikhalle von Truckstop gegangen und ab da hat mich die Band auch zumindest im Hintergrund begleitet. Okay, sehr schön. Also, wenn ich jetzt gerade hier so lese, dann noch auf der Homepage, David Rick, E-Gitarre, Akustikgitarre, Mandoline und so weiter. Also die Saiteninstrumente, die hast du voll drauf. Gesanglich machst du jetzt noch nicht viel oder bringst dich noch nicht so ein? Nee, das haben wir im Moment noch nicht berücksichtigt. Ist, sage ich auch ganz ehrlich, ist nicht mein primäres Steckenpferd. Okay. Ich fühle mich mit der Gitarre zu Hause. Und das ist alleine jetzt erstmal auch eine Mammutaufgabe gewesen und ist es auch überhaupt da reinzukommen, mich in die Musik reinzufinden, auch mit den Jungs, dass das harmoniert. Und da bin ich auch sehr froh, dass es nicht hieß: Hier ist ein Mikro, gib mal Gas, sondern da meine Stärke liegt schon einfach an der Gitarre. Sehr gut. Und die Stärke haben wir auch erstmal fokussiert. Und dann steht bei den Hobbys noch drin Meditation und Yoga. Wie ist denn das dann bei dem Truckstop? Legst du da immer vorm Konzert nochmal so eine Om-Session ein oder wie muss man sich das vorstellen? Na, also wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir immer sechs Matten dabei haben und sechs Kissen. Nein. Auf der Bühne wird noch ausgerollt. Dann der herabschauende Cowboy und die ganze Geschichte. Nein, also nee, aber es ist, für mich hat das schon eine wichtige Bedeutung, auch so vor den Gegnern auch nochmal kurz innehalten. Das kann man Meditation nennen oder nicht, einfach nochmal fokussieren. Jeder hat da so seinen Weg und das ist für mich ganz wichtig, nochmal mich zu sammeln, um dann präsent zu sein, um mit den Jungs auf der Bühne und natürlich auch für alle, die vor der Bühne sind, alles geben zu können. Ja, wunderbar. Ja, Truckstop 50 Jahre, wie gesagt, lange Zeit. Das ging 73 los, die ersten Titel. Ich möchte so gern Dave Dudley hören. Ich glaube, das war so der erste große Durchbruch. Teddy ist ja jetzt so euer Urgestein, kann man sagen. Also der war ja von Anfang an als Gründungsmitglied dabei. Dann kam Knut dazu und ja, Andy, du bist jetzt auch schon, ja, glaube seit 2012, oder? Wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, Ja, genau. richtig. Ja, und mit David habe ich ja morgen noch ganz kurz gesprochen. Das ist ja eine richtige Generation da bei euch. So, man könnte eigentlich fast sagen, die Cartwrights, oder? So ähnlich, oder? Und das ist eine unheimlich glückliche Konstellation, weil das befruchtet sich alles sehr untereinander. Und wir haben ein ganz großes Lob von unserem neuen Produzenten Peter Keller bekommen. Peter Keller ist ja bekanntlich der Gitarrist von Peter Maffay, produziert Tabaluga und andere Maffay-Geschichten. Und der war völlig von den Socken, wie wir das fertigbringen. Brandneue Titel, die uns gar nicht geläufig sind, sondern die man sich sporadisch drauf geschafft hat, im Studio so einzuspielen, aus dem Stand, als hätte man das schon zigmal gemacht. Und das ist ganz einfach. Jeder von uns hört beim Spielen nicht auf sich, sondern auf das, was die anderen machen. Okay. Ja, und da ist keiner dabei, der irgendwie die Ellbogen irgendwie durchdrückt und sein Ego durchsetzt, sondern jeder Musiker bei uns hört in erster Linie beim Einspielen erstmal auf das, was der andere macht und findet auf diese Art und Weise und auf diesem Weg immer die Lücken, wo er reinspringen kann und wo er solistisch tätig werden kann.
Und da war der gute Mann ganz erstaunt. Sowas hatte er noch gar nicht erlebt vorher. Das machen dann die Profis eben aus. Also die wollen lange wirklich schon musizieren und Musik machen. Und Andi, du sowieso, du kannst ja da mal ganz schnell aus dem Stegreif eine Melodie zaubern und auch einen gleichen Text mit drunter, wenn es sein muss, ne? Das habe ich schon oft gemacht. Aber das ist auch nochmal so ein großes Lob an unseren David, der eben halt ganz schnell schwimmen gelernt hat und sich da eingefuchst hat und begriffen hat, worum es bei uns geht, nämlich mit den Jungs und nicht gegen die Jungs zu spielen. Genau. Ja, und eure CD, die ihr ja jetzt, wie gesagt, aufgenommen habt, bis wann wird denn da was erscheinen? Was habt ihr da geplant? Also zur Tournee muss er ja eigentlich dann schon physisch erhältlich sein. Genau, wir gehen am 10. März, wie gesagt, fängt unsere Tournee in Hamburg an und geht dann quer durchs ganze Land. Und zu diesem Termin ist dann auch der neue Silberling auf dem Markt und kann gestreamt oder physisch gekauft werden. Und ja, also da sind einige tolle Überraschungen drauf. Es wird, das darf ich schon mal verraten, es wird ein Duett mit Lucius und ein Duett mit Cisco geben. Was ich singe, wir haben ja die Stimmen der beiden auf Band konserviert und das haben wir zusammen gemixt mit einer neuen Aufnahme. Sind bekannte Titel, aber wunderschön neu aufgenommen und ich glaube, das wird dem Fernsehen unheimlich gefallen, Ja. dass wir unsere Wurzeln pflegen und auch immer noch wieder aufpolieren und mit rausnehmen zu den Leuten. Sehr gut. Wie geht's denn dir da, David, jetzt da in der großen Truckstop-Familie aufgenommen zu sein mit den ganzen Generationen? Ja, das ist wunderschön. Also primär denkt man natürlich dann, wenn man jetzt an die Band denkt und wir auch über das Album sprechen, an das Musikalische. Und da mal vorweg gesagt, das ist für mich eine riesige Bereicherung, mit den Jungs auf der Bühne zu stehen, neben der Bühne zu stehen und auch jetzt das Album aufzunehmen, weil da natürlich extrem viel Erfahrung drin steckt und auch keiner sich scheut, das auch weiterzugeben und auch mal sagt, Mensch, spiel doch hier nicht so einen Scheiß. Oder Mensch, geil gespielt. Und das bringt uns dann auch zum zweiten Punkt, nämlich das Menschliche, was für mich auch immer die Grundlage ist, dass es musikalisch so gut funktioniert. Und das ist wirklich etwas, was vollumfänglich mein Leben bereichert hat und auch immer noch bereichert, mit den Jungs in der Konstellation zusammenzukommen, unterwegs zu sein. Denn ich sagte das vorhin auch in unserem Vorgespräch, dass wir jetzt von mir, sag mal, muss ich ja fast schon sagen, Ende 30 bis Mitte 70 gehen. Das ist Wahnsinn und das ist, finde ich, wunderschön, weil das wirklich das Generationenübergreifende darstellt und wir auch alle, so wie ich es bisher erfahren habe, bereit sind, von den anderen zu lernen, zuzuhören und auch mal zu sagen, so geht's nicht. Wunderschön, macht unglaublich viel Spaß. Ja, sehr gut. Ich denke mal, wir werden uns irgendwo auf der Tournee sehen. Ich glaube, ein Termin, der ist im Süden, das müsste Remchingen sein, so zwischen Karlsruhe und Pforzheim. Da klopfe ich einfach mal an bei euch. Ich denke mal, die Tür wird dann geöffnet, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann werden wir mal wieder ein bisschen Country Music erleben und Party machen und hoffentlich kommen auch viele Fans. Nachzulesen, wo die ganzen Termine sind, natürlich auf eurer Homepage truckstop.de. Truck-stop, so ist es, glaube ich, richtig, genau. Truck-stop.de, da drauf schauen und dann kann man bestimmt auch das ein oder andere Ticket noch sichern. Klaro. Ja. Dann seid ihr Tourschur durch, die Tournee im März. Was ist im Jubiläumsjahr sonst noch geplant? Wir spielen natürlich einige Festivals und ja, wir werden eigentlich das ganze Jahr über unterwegs sein. Aber die Tour ist richtig ein fetter Block vom 10. März bis, David, bis wann geht das? Weißt du das? Ja, wirklich bis zum
Letzt, was ist 31. März oder bis 28. März? Also ich glaube, es sind 21 Shows in drei Wochen oder Okay. in Ja, 3, 4 Wochen. irgendwie so. Also das wird ein harter Striemel, aber wir freuen uns darauf und halten uns fit und leben gesund, damit wir das dann auch alles irgendwie durchziehen können. Genau. Kommt ihr auch mal wieder nach Reutlingen in meine Region zu eurem Ausstatter? Habt ihr den noch? Ist der noch aktuell? Ja, aber hallo, natürlich, klar. Ist ja die Nummer eins in Cowboy-Klamotten. Aber wann wir wieder in Reutlingen sein werden, das kann ich nicht genau sagen. Weiß ich nicht. Ja. Da können wir vielleicht mal mit eurer Plattenfirma einen Deal machen, einen Teil zumindest zu einer Autogrammstunde mal. Da könnten wir ja mal was machen. Ja, schauen wir mal. Ja. Da schnacken wir noch drüber. Genau. Wunderbar. Also, dann würde ich sagen, schön, dass ihr kurz hier mal wieder Zeit gefunden habt, um ein bisschen zu plaudern, zu schnacken, wie ihr ja im Norddeutschen sagt. Ja, Und genau. dann sehen wir uns hoffentlich auch dann live im März auf der Tour. Das kriegen wir hin. Super. Jo, dann grüßt die Kollegen recht schön. Ja. Und dann gebe ich jetzt nochmal kurz die Runde durch. Andi, fangen wir mit dir nochmal an. Darfst du nochmal an die Fans vielleicht noch was raushauen oder was auch immer, was auf dem Herzen liegt. Ja, Leute, ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ihr habt tolle Feiertage hinter euch gebracht. Und wir freuen uns natürlich auf euren Besuch. Bringt die ganze Familie mit, Oma, Opa, Kinder, alles, was fleucht und kreucht. Und schaut rein bei einem Konzert in eurer Nähe. Wir freuen uns auf euch. Ja, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. War sehr schön. Es ist immer schön, auch mal zu teilen, was so bei uns passiert. Und wir kriegen ja öfter mal Fragen. Und es ist ein schöner Weg, einfach mal mit mehr Leuten zu teilen, das, was wir erleben und auch fühlen. Und ich freue mich sehr auf die Tour und auf alles, was das neue Album so mit sich bringt. Ganz genau. Wunderbar. Vielleicht machen wir auch dann mal bei Gelegenheit wieder einen Livestream. Das haben wir auch schon gehabt hier. Kam auch immer sehr gut an, wenn man dann natürlich auch mit den Zuschauern nochmal direkt kommunizieren kann, die dann live dabei sind. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Erfolg für die Tournee und auch für den Start zum neuen Album. Dankeschön. Und Danke. euch alles, alles Gute. Und den Zuschauern herzlichen Dank fürs Reinschauen.